diversen Bereichen der Novoplast-Schlauchtechnik Industriesparte findet unser Schlauch schon eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Der MasterTube P Ultra verfügt über eine großartige Beständigkeit, unter anderem gegenüber Chemikalien, Lösemitteln und Hydrolyse, was den Einsatz in den Bereichen Zuführ, Chemietechnik, Lackiertechnik sowie im Automobilbereich sehr langlebig macht. Doch auch hier war uns die Transformation des Materials und des Fertigungsverfahrens für die Medizintechniksparte sehr wichtig. Mit Fokus auf den Bereich Medizintechnik sehen wir da ganz klar Anwendungen im Bereich Endoskopie oder auch Laparoskopie, weil dieser Werkstoff einen sehr niedrigen Gleitreibungskoeffizienten hat und eine sehr hohe Zugfestigkeit. Interessant ist vor allen Dingen das Endlosverfahren. Das ist für alle Anwendungen, die beispielsweise Schläuche über mehrere Meter Länge benötigen, ganz gleich, ob 2,5 Meter oder 50 Meter Rollen benötigt werden, beispielsweise im Maschinenbau, bei Materialzuführung oder auch im Bereich Kanalinspektion, ist dieses Thema ganz relevant. Und deswegen eben nicht diese Fertigungstechnik auch im Medizinbereich im Zusammenspiel mit dem Werkstoff UHMWPE den Weg für unendliche Möglichkeiten. Bislang konnte ultrahochmolekulares Polyethylen nicht per Schmelzextrusion verarbeitet werden. Allerdings haben wir ein Verfahren entwickelt, in dem es möglich ist. Deswegen können wir individuell Schläuche herstellen in einem Durchmesserbereich von ungefähr 2 bis 50 mm. Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Aspekte sind immer wichtiger für unsere Kunden und auch in unseren Märkten. Der MasterTube PE Ultra ist in seinen Produkteigenschaften sehr einfach mit Nachhaltigkeitszielen unserer Kunden in Einklang zu bringen. Das ultrahochmolekulare Polyethylen ist aus ökologischer Sicht als Vertreter der Polyolefine in Bezug auf die energetische Verwertung, die dabei entstehende Abbauprodukte, Kohlendioxid und Wasser, vergleichsweise umweltfreundlich und als nachhaltiger Kunststoff einzustufen. Nicht jede Firma kann jetzt so produzieren. Und zwar in Kooperation mit dem Rohstoffhersteller hat die Novoplast-Schlauchtechnik ein Verfahren zur thermoplastischen Verarbeitung entwickelt, welches mittlerweile auch durch ein Patent geschützt ist. Das Verfahren ist von uns patentiert. Deshalb besitzen wir sozusagen die Exklusivrechte, dieses Produkt herzustellen. Darüber hinaus besitzen wir auch noch die Möglichkeit, das Produkt in unterschiedlichsten Industriebereichen einzusetzen. Dazu gehören beispielsweise die Lebensmittelindustrie, verschiedene technische Anforderungen, aber auch der Bereich Medizintechnik. Perspektivisch können jetzt nicht nur mechanische Bauteile produziert werden, sondern auch Schläuche als Endlosware. Und somit können die mechanischen Eigenschaften nun auch der Schlauchwelt zur Verfügung gestellt werden. Folglich war der nächste Schritt für uns, diese Fertigungstechnologie auch in den Bereich Medizintechnik zu transferieren. Die Produkteigenschaft maximal unendlich ist interessant, dadurch das Verfahren in der thermoplastischen Verarbeitung der Hochleistungswerkstoff UHMWPE für die Schlauchwelt in diversen Längen zur Verfügung gestellt werden. Die Nachfrage ist definitiv da und das kommt unseren Anwendern zugute. Maximale Stabilität ist eine Antwort in vielen Industrien, auch in der Medizintechnik. Und dabei schafft das ultrahochmolekulare Polyethylen sogar den Schulterschluss zu den High-Performance-Polymers. Ja, die Produkteigenschaft ultraglatt bzw. ultragleitfähig ist enorm interessant für mich als Entwickler gewesen. Wir haben den Schlauch entwickelt mit dem Ziel, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das für mehr Effizienz und bessere Patientenergebnisse sorgt. Aufgrund der vielfältigen mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs UHMWPE, wie beispielsweise die hohe Oberflächenhärte, eine niedrige Gleitreibung oder auch die höhere Leichtigkeit durch die niedrigere Dichte, weist der MasterTube P Ultra eine sehr gute Verschleißfestigkeit auf.